Ja, meine lieben Freunde, hier ist er wieder, Robert Görz, Matuszewski. Ich wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben, aber bis zum einschließlich 6. Januar ist ja noch Weihnachtszeit. Ihr könnt also noch nach Herzenslust und Laune Weihnachtsmusik hören. Martina und ich haben jetzt mal 3 Tage gar nichts gemacht, den Lenz rausgehauen sozusagen. Ja, aber wir haben gut gegessen, gut getrunken, ja, ausgiebig. Ja, spazieren waren wir noch einmal ganz kurz, ja, wir haben es uns wirklich gut gehen lassen. Wir waren platt und Ende und aus und finito, ja, es war ein anstrengendes Jahr. Aber ich wäre nicht Robert Görz, Matuszewski, wenn ich nicht auch, wie man so schön sagt, zwischen den Jahren senden tun würde. Jetzt geht es wieder richtig los. Es wird gesendet. Ich habe heute schon Telegram gemacht. Freunde, kommt bitte auf Telegram. Ist wichtig. Telegram. Wichtig. Wichtig. Telegram. Link hängt hier drunter. Danke. Habe schon auf Telegram gesendet. Habe schon auf Getter gesendet. Jetzt ist YouTube 2-Kanal dran. Danach kommt YouTube. Danach kommt YouTube Hauptkanal. Es wird bis zum letzten Atemzug gesendet. Und hier kommt die gute Nachricht. Ja, Deutschland ist und bleibt ein gutes Land. Und von wem stammt diese Lüge, von wem stammt diese Weisheit? Ja, Alhamdulillah. Von dem Spritz- und Maskenfetisch-Experten. Ja, Frank-Walter Fischfilet. Ah nein, Steinmeier, ja, unser Präsident, ja. Wirklich wahr, könnt ihr euch noch erinnern, der hat in Berlin in der Jaffee-Straße, also unweit vom Bundestag, ja, ist nicht weit, vielleicht 7 Kilometer, hat er ein 500-Betten Corona-Intensiv-Krankenhaus eröffnet? Ja, mit Maulkorb. Ah, hier. Ja, und da war die Kamera aus, hat sich das Ding aus der Fresse gezogen? Ja, kann mir das mal jemand abnehmen? Ja, hat nicht gewusst, dass die Kamera noch läuft. Und das wurde veröffentlicht. Aber gut, okay. Walla, ist schon in Ordnung, ja. Steinmeier ist toll und der hat gesagt, Deutschland ist und bleibt ein gutes Land. Böse zu sagen, ey, Steinmeier, halt deine Fresse. Hör auf, dein Volk zu verleugnen, zu beleidigen, zu besudeln und zu verarschen. Fresse halten. Aber böse Zungen, nicht meine Worte. Ich finde Frank-Walter Fischsteinmeier toll. Ja, ich meine, wer so einen erlesenen Musikgeschmack hat, feine Sahne Fischfilet, ja, das ist ja die Band, für die er Werbung gemacht hat. Wir gehen alle zu dem Konzert, wir sind mehr. Ja. Die wurden alle hingeschippert da mit Flixbus, ja. Coca-Cola hat gesponsert, wir sind mehr. Ja. Seit gestern ist Helene Fischer nicht mehr dabei, weil die hat ja die böse Nena eingeladen in ihre Show, seit vorgestern, ja. Geht ja gar nicht, ja, geht ja gar nicht. Dabei hat sie doch so schön systemlakaienmäßig mitgemacht bei Wir sind mehr. Und jetzt plötzlich lädt sie die Nena ein. Was ist denn da los? Nena ist doch böse. Ja, die ist rechtsstaatlich und auf dem rechten Weg, die Nena. Geht gar nicht. Nena, die wollen wir nicht hören. Nein, die hat sich ja für das Grundgesetz eingesetzt. Ja, und für die Menschlichkeit und für Mitmenschlichkeit. Ja, und für Liebe und für Harmonie und für gegen Corona-Maßnahmen. Und dann lädt die Helene Fischer die ein. Du gehörst nicht mehr dazu, Helene. Punkt, aus, Ende. Nena, du sowieso nicht. Ja, auf jeden Fall. Der Steinmeier findet ja feine Sahne Fischfilet toll. Ja, hat dafür Werbung gemacht. Und das sind die, die gesagt haben, haut den Bullen eins in die Fresse. Wirklich wahr, ja. Aber die Bullen dafür wiederum, die zeigen wahre Männlichkeit und bedanken sich dafür beim Führer und sagen, okay, dafür, dass du jetzt so schöne Werbung machst für ein Lied, was dazu aufruft, uns zu verbrennen und umzubringen, zu verprügeln und so weiter, ja, und den Kopf einzuschlagen, ja, dafür prügeln wir jetzt mal aus lauter Dankbarkeit für dich das Volk. Das kann so einfach sein, oder? Ja. Auf jeden Fall sagt er, Deutschland ist und bleibt ein gutes Land. Und da sagen böse Zungen nochmal, halt die Fresse. Nein, sagen die, ja, für dich vielleicht. Ja, weil du mit einer gepanzerten Limousine durch die Gegend fährst. Es gab schon mal Zeiten in Deutschland, da konnten Staatslenker völlig angstfrei mit einer offenen Limousine durchs Land fahren. Ja, ist lange her, ja. Ich meine John F. Kennedy natürlich. Wen sonst? Und, aber da waren die Politiker auch noch beliebt, ja. Wie Kennedy zum Beispiel. So, aber die anderen trauen sich nicht mehr. Steinmeier traut sich nicht, ja, weil er von sich auf andere schließt, ja, sagen böse Zungen, weil er dem Volk Gewalt antut, Stichwort, ich bin für die Impfpflicht, ja, ich bin für die Maskenpflicht, ich bin für die Testpflicht, ja, ich bin für Ausgangssperren, ja, ich bin dafür, dass Personenuniform das Volk verprügelt, ich bin dafür, dass man demokratisch gewählte Parteien einfach mal ausgrenzt. Ja, die Mehrheit im Land, die jetzt inzwischen Alternative für Deutschland wählen würde, ja, ausgrenzt, ja. Kauft nicht bei AfD-Wählern. Mehr sage ich dazu nicht. Egal, auf jeden Fall, dieser Frank-Walter Steinfischfilet, der hat auf jeden Fall gesagt, wir leben immer noch in einem Deutschland, ist und bleibt ein gutes Land. Für ihn, ja. Er verdient gut, er hat ein auskömmliches Einkommen, ungefähr 200.000 Euro. Ja, und wenn er mal aufhört, so zu tun, als würde er arbeiten, also wenn er nicht mehr irgendwie öffentlich auftritt, ja, zum Wohle aller, dann kriegt er seinen Ehrensold weiter. Er kriegt die Kohle weiter. Er muss nie wieder irgendwas, überhaupt gar nichts. Also er kann sich natürlich mit Sekretärinnen und Bodyguard und Chauffeur und gepanzerter Limousine, ja, wirklich wahr. Wir leisten uns ja bald mehr ehemalige Bundespräsidenten, ja, als Steuerzahler in diesem Land. Ist wirklich wahr. Und da fällt mir ein, da hat das Manager-Magazin ausgerechnet, ja, also Experten.
Manager-Magazin hat ausgerechnet, dass nur noch 15 Millionen Menschen und Menschinnen in diesem Land arbeiten und der Rest lebt von Steuern. Böse Zungen sagen, ey, Manager-Magazin, seid ihr völlig verblödete Schwachköpfe? Ja, die Renten, die erzählt die Rentner damit rein, die leben von Steuern, die leben nicht von Steuern. Die haben nämlich eingezahlt, die haben eingezahlt und über eine Billionen Rentenbeiträge wurden gestohlen und zweckentfremdet. Man müsste gar nicht Renten bezuschussen vom Bundeshaushalt, ja, müsste man nicht machen, wenn man nicht diese eine Billionen gestohlen hätte aus der Rentenkasse. Man hat sie gestohlen, ja. Es sind Verbrecher. Sagen böse Zungen nicht meine Worte. Meine Worte sind das nicht. Ja, am 8. Januar geht's los. Da ist ja so Generalstreik aufgerufen worden. Freunde, ich rufe dazu nicht auf. Es ist nämlich verboten, ja. Und da hat schon der Bauernverband gesagt, ja, hier, wenn da irgendwelche Schwachköpfe mitlaufen, die wollen wir nicht. Die haben auch in Stuttgart übrigens einen AfD-Politiker nicht sprechen lassen. CDU konnte sprechen, CSU konnte sprechen, FDP konnte sprechen, die Grünen konnten sprechen, konnten alle sprechen. CSU nicht, nein, aber alle anderen konnten sprechen. CSU war nicht da, das war ihnen zu weit. Die verlassen ja ihr Bundesland selbst. So, auf jeden Fall konnten alle sprechen. Als der Typ von der AfD dran war, haben sie gesagt, nee, dich wollen wir nicht. Warum? Weil alle anderen ausgebucht wurden. Da haben sich die Initiatoren gedacht, oh weia, wir gehören doch zum Deep State. Das ist doch eine Riesenshow hier, ja. Wenn jetzt der von der AfD spricht und alle klatschen, das geht nach hinten los. Also darf der nicht sprechen. Es kann so einfach sein, Freunde. Es kann so einfach sein. Also, Deutschland ist und bleibt ein gutes Land, ja, halt nicht für die Deutschen. Nein, für die Deutschen nicht. Ja, und der eine CDU-Hansel da, dieser Roderich. Der Roderich hat gesagt, Kiesewetter heißt er. Ist egal, Roderich. Ich nenne ihn Roddy. Roddy hat gesagt, die ukrainischen Flüchtlinge, ja, die müssen jetzt kein Bürgergeld mehr kriegen, damit sie abhauen und an die Front gehen. Böse Zungen sagen, bist du völlig verblödet, ja? Die Syrer kommen her, die Afghanen kommen her, die Iraker kommen her, die aus dem Iran kommen her, die aus Ghana kommen her, aus dem Sudan kommen, die ganze Welt kommt her, überall wo Eritrea, ja, überall wo die Amerikaner Krieg überall wo es Krieg gibt, die kommen alle hierher, kriegen alle Geld, aber nur nicht die Ukrainer. Was ist denn mit dir los, ja? Bist du bescheuert? Ab mit dir an die Front, du sollst an die Front, okay? Er würde allerdings, egal auf welcher Seite er arbeiten würde, er würde auf jeden Fall für den Russen arbeiten. Nein, wenn er auf der Seite der Russen arbeiten würde, würde er für die Ukraine arbeiten. Ja, egal. Dort, ihr habt mich schon verstanden. Ja, Freunde, das war jetzt erstmal so ein kleiner zwischen den Jahren Gruß. Ich finde Steinmeier toll. Ich finde Nena ganz schlecht. Ich finde die AfD schlecht. Ich finde Trump schlecht. Ich finde Putin schlecht. Assad schlecht. Ich finde Fizzo schlecht von Slowakei. Putin, wie gesagt, doppelt schlecht. Und ich bin für die Regierung. Ich unterstütze die Ampel. Ich unterstütze Scholl. Ich unterstütze Steinmeier. Und ja, mehr fällt mir nicht ein. Freunde, ich werde weiter senden. Wenn ihr gerade nicht so richtig bei der Sache seid, weil ihr krank seid, im Krankenhaus gar, ganz schnelle Genesung. Unsere große Gemeinde schickt euch jetzt gute Energie, denn wir halten hier zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. So, Punkt aus Ende. Jetzt freue ich mich sehr über einen Kommentar, das Däumchen hoch und liebe Unterstützer. Dank euch kann ich diese Arbeit hier überhaupt nur machen. Es ist so, ich sage, wie es ist. Vielen Dank für die kleine oder große Unterstützung. PayPal und Konto hängt hier drunter. Und jeder von euch, der jetzt nicht weiß, wie es im nächsten Jahr weitergehen soll, der so ein bisschen in den Seilen hängt, macht es so wie Martina und ich. Wir arbeiten hier. Wir arbeiten mit Du bist Schöpfer. Ja, da ist ein Flugticket drin, da trägt man sein Ziel ein, ja. Und dann arbeitet man ein Ziel jeden Tag. Das ist ein Buch, was ein Arbeitsbuch sein ist, ein Arbeitsbuch. Da muss man jeden Tag eintragen. Was habe ich heute für mein Ziel getan? Was habe ich heute an Nahrungsergänzung zu mir genommen? Was habe ich heute an Sport getrieben? Worauf habe ich heute verzichtet? Also, wenn man zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören will. Mein Tipp ist ja übrigens, meine lieben Freunde, ja, hört niemals mit dem Rauchen auf, macht eine Pause. Ja, wirklich wahr. Macht erstmal nur so einen Monat Pause. Dann ist der Druck nicht so groß, ja. Und nach einem Monat kann man wieder rauchen. Oder man sagt, ich verlängere auf 2 Monate. Das ist schlauer. Weil wenn man jetzt beispielsweise aufhört zu rauchen, nach 10, 20 Jahren rauchen, dann ist der Druck einfach, das ist unerträglich. Das ist zu viel. Ja? Da sagt dann Unterbewusstsein, ich habe aber so schön geraucht, ich will weiter. Und wenn man dann versagt, vermeintlich, ja. Also wenn man dann wieder anfängt, ganz schlecht fürs Gemüt. Also einfach nur eine Pause machen. Fängt man dann mit einem Monat oder eine Woche. Ich rauche mal eine Woche nicht. Das schafft man, ja. Und dann, wenn man wieder anfängt, macht man sich ein Zigarettenetui. Und da macht man 10 Zigaretten rein. Nur 10, ja. Und die teilt man sich über den Tag ein, ja. Und nach einem Monat macht man nur 9 rein. Und dann nach einem Monat macht man nur 8 rein. So kann man es schaffen, ja. Aber wie gesagt, um dabei Hilfe zu finden, auch hier, du bist Schöpfer, das hilft euch dabei. Auch beim Abnehmen oder wenn ihr euren Partner loswerden wollt, einfach mal Ziel visualisieren, ja. Im positivsten Sinne. Oder einen neuen finden, ja. Oder eine neue Regierung. Kann man sich auch visualisieren, kann man auch was für tun, ja. Aber muss man halt viel für tun. Zum Beispiel die richtige Partei wählen, ja. Und am 8. Januar auf die Demo gehen. Egal, was der Bauernverband dazu sagt oder nicht, ja. Und Zettel in Briefkästen werfen. Und im Gespräch die Leute überzeugen. Und einfach Tatkraft zeigen. Aber das macht ja unsere große Gemeinde. Natürlich nur für den Linksstaat, ja. In diesem Sinne, Bruno grüßt, Kevin grüßt, Jerome grüßt und meine liebe Frau Martina grüßt. Und jetzt sage ich euch nochmal ganz, ganz wichtige Botschaft heute. Ich, Robert Götz, Matuszewski, der Shadowman, hier, mehrfach ausgezeichneter Fass. Boah, hab ich. Oh, der Kragen ist ein bisschen Elvis-mäßig so.
hier alles hier aus. Ja, sieht gut aus, oder? Habe ich viele Auszeichnungen? Ja, ja, ja. Ich verlasse jetzt das Gebäude. Ja, Matuszewski has left the building. Tschüss, Freunde. Juhu. Ah, es hat schön, euch wieder zu sehen. 3 Tage nichts gemacht. Jerome hat ja hier gesendet. Ja, und Kevin hat gesendet. Aber ich habe 5 gerade sein lassen. Hab euch lieb.